beschäftige mich seit mittlerweile mit Sicherheit 30 Jahren mit Kampfkunst und in den letzten 10 Jahren mit Sicherheit auch intensiv mit Qigong und Meditation. Was ich hier in Calligraphy Health und im Yang Yan mal hervorheben oder betonen will, ist diese perfekte Symbiose zwischen dieser Ruhe, dieser Energie, was man im Qigong spürt, in Meditation spürt, die hier in Bewegung gesetzt wird, die wirklich von innen nach außen zu leben beginnt, eine Art Lebendigkeit entwickelt. Und es gibt hier keinen Unterschied zwischen Kampfkunst und Qigong oder Gesundheit. Diese Verbindung ist eine Einheit, es ist eine ständige Bewegung und macht es dadurch wirklich sehr interessant. Man erreicht durch die Übungen einen sehr schnellen und insbesondere auch vor allem sehr, sehr tiefen Zugang zu seiner Energie, zu seinem wirklichen Inneren und kann diese, und das ist erstaunlich, nicht durch jahrelange Sitzen oder Übungen wie im Qigong, einfach durch Bewegungen lebendig werden lassen. Diese Verbindung zwischen der Kampfkunst und der Gesundheit ist meiner Meinung nach hier in diesem Calligraphy Health und im Yang Yan nahezu perfekt. Und ich kenne persönlich wenige, eigentlich kaum Systeme, die so eine Verbindung, so eine Symbiose darstellen. Diese innerliche Freiheit, die sich durch die Bewegungen, vor allem des Calligraphy Health ergeben, erhöhen für Leute, die auch Kampfkunst interessiert sind oder wirkliche Kampfkunst interessiert sind, die Leistungsfähigkeit. Man wird aufmerksamer, auch präziser, schnellere Wahrnehmung, als auch einfach die Bewegungen wesentlich schneller, explosiver und mit wirklicher Kraft. Das heißt, man muss nicht äußere Kraft trainieren. Diese Kraft entwickelt sich von innen nach außen und überträgt sich in jede Bewegung. Der zweite Mal hin. Ist nicht schneller als der erste. Körper locker. Luft rein. Zudem ist das Schöne oder das Interessante daran, dass meiner Meinung nach das Alter oder der Zustand keine Rolle spielt. Dieser Zustand bleibt im Körper erhalten. Diese Beweglichkeit bleibt erhalten, diese Flexibilität bleibt erhalten und machen so dieses System für meine Meinung nach für jeden Menschen trainierbar, der zum einen vielleicht auf der Suche ist nach Ruhe, aber auch nach Spiritualität, aber auch für denjenigen, der wirklich auf einem hohen Niveau vielleicht Kampfkunst trainieren will, bis hin